Also, Joschs Papa, der Rainer, der flog damals die Strecke Brüssel-Rom. Aber kennengelernt haben wir uns in Bottrop. Bottrop-Containerflughafen. Ich war gerade erst mit der Stewardessen-Ausbildung fertig geworden, total grün hinter den Ohren. Damals gab es diese nützlichen Autopiloten. Die waren der neueste Schrei. Na, was soll ich sagen? Wir liebten uns die ganze Strecke von den Nordalpen bis weit in die Po-Ebene. Im Cockpit. 8.900 Fuß über den Wolken. War sehr romantisch. Ich war jung und so verliebt. Sofort schwanger. 9 Monate später kam Josh und ich konnte den Job bei der Airline an den Nagel hängen. Außer Traum vom Fliegen. Also, wenn du die Pille brauchst, sagst du Bescheid. Versprochen? Versprochen. Ich bin Rudi. Ja. Weißt du noch? In der Schule, hinter den Mülltonnen. Ja. Du warst meine Prinzessin. Du warst ein Bauernlümmel ohne Manieren. Ja, ich weiß. Ich bin nicht der Attraktivste. Das war ich nie. Ich bin auch ein Flugkapitän, nur ein normaler Busfahrer. Aber ich habe meine Sicherheiten, Malis, das Haus, ein paar Aktien. Rudi, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ist alles leer da drin. Reicht ja nicht mal für meine Kinder. Aber ich brauche doch nicht viel. Ganz wenig reicht mir schon. Liebe dich, Malis. Ich weiß. Sie ist noch ziemlich jung, oder? Sie weiß mehr von Leben als wir alle zusammen. Und dann bist du endlich erwachsen, ne? Die sind meine Sache, verstehst du? Und du läufst doch immer nur weg! Warum kümmerst du dich nicht um dein Leben? Was meinst du, warum ich hier stehe, ja? Hier? Ja. Guck dich um hier, porco Dio. Hier ist alles Merda. Die Pizzeria ist Merda, die Küche ist Merda, Michele ist Merda. Und jetzt rede nicht weiter. Doch, rede weiter, Tom und ich sind auch Merda. Das wolltest du doch sagen, oder? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht hast du es. Nein! Doch! Und diese Tussi ist süß und sexy und verdreht dir den Kopf. Das ist es doch, das ist es. Ich mache, was ich will. Viel Glück. Und Tom liebt dich, weißt du? Und ich. Wir brauchen dich. Hast du jemals überlegt, Tom nicht zu bekommen? Tom. Tom ist das Liebste, was ich habe. Von mir aus könnte mir auch. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's. Dich hab ich vernommen. Es hätte ihm das Herz zerrissen. Zu sehen, dass die Neiße wie eine Säge Waldstücke und Wiesen zerteilt, dass Grenzzäune den Schritt bremsen, den Blick einschränken und aristokratisches Erbe sozialistisch verwaltet wird. Er hatte nur mit ratternden Spinnrädern und rauchenden Schloten gerechnet. Der Muskauer Park war Fürst Pücklers Herz, der Spiegel seiner Seele. Mit leeren Taschen macht sich Pückler 1826 auf nach England. Nicht der Gärten, sondern der Frauen wegen. Eine reiche, neue Partie soll ihn aus dem Schuldental holen. In einem herzzerreißenden Brief gibt ihn Lucy frei. Als Graf Smalltalk und Fortune Hunter bereichert der deutsche Dandy die englische Literatur. Und er sammelt bei Dinnerpartys und Reisen quer durchs Land Eindrücke, die er seiner Luzi im fernen Muskau in täglichen Briefen mitteilt. Jeden Monat geben 33 Literaturkritiker den neu erschienenen Büchern Punkte, denen sie die meisten Leser wünschen.
die SWR-Bestenliste im März. Gelesen von Mitarbeitern und Künstlern im Theaterhaus Stuttgart. Platz 10. Thomas Lang. Am Seil. Beck. Der Vater in Todeserwartung in einem Altenheim. Der einst erfolgreiche Sohn nach einem schweren Autounfall in einer tiefen Krise. Eine lebenslang konfliktreiche Beziehung erfährt plötzlich eine Wendung. Und Jan Faktor. Schornstein. Kiepenheuer und Witsch. Schornstein hat einen Herzinfarkt. Eine seltene Stoffwechselkrankheit, aber keine Krankenkasse, die zahlt. Er nimmt den Kampf auf mit Ärzten, Kassen, der Gesundheitsbürokratie. Der F600 High Genius ist das erste Forschungsfahrzeug mit eigenständigem Karosseriekonzept für Brennstoffzellenantrieb. Sein neuer Brennstoffzellenantrieb ist umweltfreundlich, besonders kompakt und in höchstem Maße alltagstauglich. Der Elektromotor kann aus zwei Energiequellen gespeist werden. Aus der Brennstoffzelle oder aus der Lithium-Ionen-Batterie. Zusammengeschaltet beschleunigen Sie den F600 kurzzeitig mit munteren 115 PS und 350 Newtonmeter. Erkennen Sie uns? Et maintenant? Okay. Un documentaire rose dans... Das können Sie gar nicht. Denn Sie sehen uns nie bei Arte. Dafür hören Sie uns jeden Tag. Chic, voici une sitcom pour... Mich in Deutschland. Ja, fängt gut an. Und meine Kollegin in Frankreich. Ja, genau. Il s'agira de sourire en l'air. Jetzt haben Sie uns mal gesehen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nein, mehr von uns wollen wir gar nicht zeigen. Auf Wiederhören. Monsieur Baum. Bei Acht. Wie du willst. Kommt die Will. Pardon? Mal. Ici Marilyn. Ein Haus zum Klingen bringen. Wo gibt's denn sowas? Der Komponist Jerry Willingham hat schon zur Eröffnung des Hauses vor 20 Jahren musiziert. Nun gibt es zum Jubiläum wieder eine Hommage. Big Ben für Big Jim. Wie kommt man eigentlich hin zu diesem Jahrhundertwerk? Dort hinten liegt es, das Ziel der Wünsche. Wie man es erreicht, wollten wir schon vor 20 Jahren wissen. Diesen Herrn haben wir damals nicht bestellt, nur beobachtet. Es zog ihn wie so viele zur Kunst. Aber wie kommt man vom Hauptbahnhof zur Staatsgalerie? Eigentlich nur ein kleiner Spaziergang. Hauptsache, man gibt nicht auf. Und beachtet auch kleinste Schilder, selbst wenn diese in ein schwarzes Loch führen. Buddha-Statuen. Vor 1500 Jahren aus dem Felsen geschlagen. In den Wolkengrat-Grotten am Rande der mongolischen Steppe, 400 Kilometer nordwestlich von Peking. Hier erfährt der indische Buddhismus seine Wandlung zur chinesischen Volksreligion. Die Würdenträger der Qing-Dynastie, die 1651 die Höhle des größten Buddha wieder mit einem Holztempel versehen hat, haben sich in der Vorhalle selbst ein Denkmal gesetzt. So ist's gut, wie alles rast, wie alles funkelt. Meine schöne Welt, das Netz. Da draußen sind viele. So viele. Sie lieben mich. Sie brauchen mich. Jesus gefangen. Zunächst vor den jüdischen Hohepriestern, dann vor Pilatus, dem römischen Gouverneur. Nur er darf ein Todesurteil fällen. Der Angeklagte soll Aufruhr, gar Aufstand angezettelt haben. Bist du der König der Juden? Fragt Pilatus. Du sagst es. So die Antwort. Ist das ein Geständnis? Dem mächtigen Römer bleiben Zweifel. Doch Pilatus will Ruhe. Todesurteil.